بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، wir sind heute inshallah mit der 17. Folge und heute lernen wir Maddul Iwad. Was ist jetzt Maddul Iwad? Das ist etwas, was man eigentlich ganz am Anfang schon, als man Alif Ba gelernt hat, gelernt hat. Und zwar, dass wenn am Ende des Wortes hat man dann eben Tanwin Fatha. Tanwin ist eben das Verdoppeln von der Fatha oder von der Kesra oder von der Dhamma, also von A, I, U. Wenn wir Tanwin Fatha haben, dann sagen wir N. Wenn wir Tanwin Kesra haben, dann sagen wir In. Und wenn wir Tanwin Dhamma haben, dann sagen wir Un. Und dieses Mad'iwat ist nur mit dem Tanwin Fatha. Denn wenn wir Tanwin, Kesra oder Dhamma haben, dann stoppen wir ganz normal, als hätte es ein Sukun, wenn wir auf diesem Wort stoppen möchten. Haben wir aber Tanwin Fetha, dann müssen wir verlängern. Egal, ob wir den Elif haben oder nicht haben. Die Verlängerungseinheiten sind zwei. Als Beispiel, Mihada. Wenn man weiterlesen möchte, dann Mihadan und so weiter. Genauso das zweite Beispiel, autada, und wenn man weiterlesen möchte, autaden und so weiter. Als Beispiel ohne Elif sagen wir ma, natürlich hier haben wir mit dem Med al-Iwad auch Med Muttasil. Und deswegen habe ich dann eben hier 4 verlängert. Und dann hatten wir den Med al-Iwad. Und deswegen habe ich den R am Ende verlängert. Als letztes Beispiel haben wir dann Shay. Und inshallah habt ihr das verstanden. Wenn nicht, und auch in den anderen Videos und auch in den kommenden Videos, wenn ihr etwas nicht verstanden habt, könnt ihr es auch gerne fragen. Hier auf YouTube oder auf Instagram. Und Alhamdulillahi Rabbil Alameen.